Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Path of Titans. Wir spielen heute mal den Säbelzahntiger. Und auf den freue ich mich schon sehr, weil ich glaube, der ist sehr schnell und sehr beweglich. Und solche Kreaturen machen mir immer mit am meisten Spaß. Aber ich mache jetzt erstmal wieder Missionen, damit wir wachsen und neue Fähigkeiten lernen. Und jetzt sind wir auch schon ganz ausgewachsen. Ich habe auch einen neuen Skin. Und auch sehr, sehr viele coole Attacken gelernt. Zeige ich euch jetzt einmal schnell. Wir haben einmal so einen normalen Biss nach vorne. Dann haben wir einen aufladbaren Biss. Je länger man den auflädt, desto mehr Blutungsschaden macht er. Außerdem können wir eine Klauenattacke nach vorne machen. Und auch nach oben. Mit der nach oben können wir auch Flugsaurier aus dem Himmel holen. Dann haben wir eine Attacke, mit der wir wegsprinten können. Es verbraucht halt sehr viel Ausdauer, aber ich kann bestimmen, wie lange das geht. Ich kann es halt selber anhalten. Hat aber auch einen hohen Cooldown. Und wir können auch einen Schrei machen. Beziehungsweise gar kein Schrei. Das ist ein Wälzen auf dem Boden. Dadurch kriegen wir einen Heilungsbuff. Also wenn wir Schaden gekriegt hätten, würden wir schneller heilen. Und wir haben auch eine Attacke, mit der wir kleine Saurier oder auch unsere kleinen Babys tragen können. Was auch noch wichtig ist, ich habe eine Fähigkeit, die heißt Ambush. Das heißt, wenn ich mich anschleiche und die erste Attacke, die ich mache, die macht viel mehr Schaden als ein normaler Angriff. Oh, da kommt ein Flugsaurier. Okay, der will aber keinen Stress. Ich glaube, das wäre auch ein Fehler gewesen, mich mit dem anzulegen. Aber ich hätte halt gern die Attacke hier ausprobiert. Oh, da vorne ist auch was. Das gesehen? Was Großes ist da. Vielleicht können wir das ja angreifen. Okay, hinlegen wollte ich mich eigentlich nicht, aber das passt schon. Damit kann man voll faken. Das ist voll gut, diese Animation. Guck mal. Da kann man faken, dass man sich hinlegt. Okay, was ist das jetzt? Ich habe ihn nicht getroffen. Okay, warum ist denn jetzt AFK? Das verstehe ich nicht. Ist aber nicht so spannend. Na, können wir ein bisschen unsere Attacken ausprobieren immerhin. Meint, ich kann auch in den Kopf krallen. Probier's nochmal aus. Okay, das ist ja cool. Wir brauchen ganz schön lange, um den wegzurippen. Vielleicht kriegen wir es ja mit einem coolen Kopftreffer hin. Und nochmal. Da haben wir ihn. Na schade, dass er jetzt AFK war. Aber dann könnten wir schon mal unsere Attacken ausprobieren. Das ist doch ganz nett. Und wir haben Frühstück. Ist doch auch nicht schlecht. Den lassen wir uns auch schmecken. Was war denn das? Ein Giga oder so? Direkt vor uns steht ein Kamara. Ich weiß nicht, ob wir den angreifen sollten. Aber warum nicht? Gucken erstmal, ob der da ist oder ob der AFK ist. Wenn der AFK ist, werde ich den nicht töten. Wir hatten ja gerade schon genug Übung. Und er scheint nicht da zu sein. Schade, schade. Einmal noch im Brustkorb. Aber dann gehen wir.
Boah, was ist das denn? Das ist ein Moser. Er will ins Wasser flüchten. Wir müssen ihn zerhacken. Weiter, weiter, weiter. Wir haben es geschafft. Wir haben Moser erlegt. Oh yeah. Ganz kurz vorm Wasser. Guck mal, sein Kopf hat es schon geschafft ins Wasser. Da wollte er sich einfach da rein sneaken. Nicht mit uns. Oh, das ist ein Raptor. Kleiner. Mach mal, Freund, ich würde gerne mal meinen Carrying ausprobieren. Darf ich mal? Bin freundlich. Möchte nur mal meinen Carrying ausprobieren, wenn das okay ist. Hey, ich wollte nicht richtig beißen. Spannt euch. Oh. Damn. Ich wollte den gerade was schreiben. Oh Gott, aus dem Nichts. Oha. Gemein. Katze im Wasser, ganz schlecht. Da können wir nichts mehr machen. Oh Mann. Na guck mal, da vor mir fliegt ein Hatzek. Der landet jetzt. Soll ich den mal provozieren? Ich glaube, das geht zwar schief, aber könnt ihr ja mal testen. Ich greife da uns ja an. Ich würde halt gerne mal meine Sprungattacke da testen. Hat sich, glaube ich, kurz erschreckt. Jetzt kommt er. Er hat versucht, mich zu greifen, glaube ich. Kann er nicht angreifen. Autsch. Aua, aua, aua. Der macht echt viel Schaden. Man bleibt hier leider überall hängen. Das ist sehr gefährlich. Er blutet auf jeden Fall. Wenn wir ein bisschen weg, eine bessere Sicht haben. Ah, er landet zwischen. Schade, schade. Na, das ist ein großer Vorteil, ne? Dass er sowas immer machen kann. Oh nein. Oha. Ich habe eine Menge Ausdauer und du? Dreht er sich? Ich würde so gerne meine Sprungattacke ausprobieren. Das geht aber schief, aber ich will es machen. Jetzt kommt er.
Oh, wir haben ihn runtergeholt, oder? Cool. Ich glaube, der war auch kurz gelähmt. Ich glaube, der konnte kurz wieder nicht abheben. Ich möchte auf jeden Fall mal was ausprobieren, deswegen buddel ich hier jetzt mal. Ich möchte nämlich probieren, ob ich diese kleinen Viecher, die man hier ausbuddeln kann, tragen kann mit meinem Biss. Weil ich habe ja diesen Biss für kleinere Viecher. Na, Schaden habe ich, glaube ich, gemacht, aber tragen kann ich den leider nicht. Oh, da vorne läuft irgendwas Kleines. Vielleicht kann ich das ja kriegen. Ich glaube eher nicht vom Tempo, aber wir schauen mal. Da. Das ist ein Galli oder so, ne? Machen wir mal einen Sprint gleich an. Ich hoffe, das hat nicht mehr so viel Ausdauer. Das wird halt helfen. Ansonsten kriegen wir das nicht. Weil der ist auf jeden Fall schneller als wir. Ah, ich glaube, der haut ab. Schade, schade, schade. Oh, da vorne kommt was auf uns zu. Schnell aufstehen. Ich tu mal so, als wenn ich mich hinlege. Jetzt kommt er nämlich gleich. Und wir holen ihn uns. Komm. Hat mir gut gebissen. Ich glaube, der will auch flüchten. Ich glaube, diesmal haben wir ihn nicht getroffen, leider. Wir lassen ihn ein bisschen bluten. Blutungsschaden ist auf unserer Seite. Oh, das war kein Hit. Okay, krass. Ja, manchmal ist der Server ein bisschen laggy vom Ping. Na, er blutet. Ist alles fein für uns. Jetzt rennt er weg. Ich glaube, diesmal haben wir ihn auch getroffen. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffe gerade. Irgendwie fühlt sich das komisch an. Vielleicht drücke ich auch zu früh mit der Clown-Attacke. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, getroffen. Das hat auch ein Geräusch gemacht. Schon sehr low. Und da haben wir ihn. Diese Landschaft hier passt gerade auch echt gut zu dem Säbelzahntiger. Hier würde ich gerne mal auf die Jagd gehen. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie wen anders finden. Ist zumindest sehr unwahrscheinlich. Oh, guck mal, hier sind Fußabdrücke. Also hier muss irgendwas gewesen sein. Ich glaube, so lange halten die ja auch nicht. Also wenn wir schnell sind, können wir den vielleicht einholen. Oh, wir sind da was auf der Spur. Bin gespannt, was das ist. Es ist auf jeden Fall hier rechts querfeld eingegangen.
pirschen uns ran. Ein paar gute Treffer haben wir gelandet. Wir täuschen an. Er kommt. Aber wir sind schneller. Gar nicht mal so einfach, mit dem hier den zu treffen. Haben wir wieder gut getroffen. Er versucht's. Ich glaube, der kriegt gleich Verstärkung, so hört sich das zumindest an. Oh, das war nicht gut. Ich dachte, ich kann da hochspringen, aber er hat mich voll gehittet. Oh, wir sind low. Ich würde mich mal eben einmal suhlen. Oh, da ist die Verstärkung. Och nee, das Mixpack geht wieder los. Ach, das ist doch immer so blöd. Ich mach natürlich weiter. Das war sehr gefährlich, was ich gemacht habe. Bin halt sehr low vom Leben. Aber ich treffe auch ganz schwierig mit dieser Krallenattacke. Ich habe immer das Gefühl, das hittet gar nicht. Wo ich total an ihm dran bin. Er will halt in den Krater flüchten. Was soll ich machen? Ja, und er kriegt Unterstützung, so wie es aussieht. Ja, seine Freunde sind da. Egal, das ist ein Sieg für uns, würde ich sagen. Oh, guck mal, da vorne ist ein kleiner Sauropode. Er ist gestorben an Fallschaden. Na gut, der hatte keine Chance. Aber wir brauchten auch dringend was zu essen. Deswegen kam der genau richtig. Oder vorne ist ein Yu-Tyrannus oder so. Ich will den Berg da hoch. Okay. Oh, was ist das denn? Das ist so ein Maib, oder? Den haben wir auf jeden Fall gut gehittet. Oh, der ist schnell. Aber der ist gegen Baum gelaufen, das war ganz gut.
Oh nein. Das war nicht gut. Und das ist ganz schön beweglich, muss man sagen. Boah, der Wenderadius, Wahnsinn. Schon krass. Oh Gott, am Baum hängen geblieben. Er kommt. Oh nein! Immer dieses nach hinten gucken. Kommt. Oh nein. Oh Gott. Was war das? Desink. Erstmal Healing Boost anschmeißen. Oh, ich habe ihn wieder nicht getroffen. Die Hitbox von diesem Biss ist echt ein bisschen... Oh nein. Jetzt mischte ich wieder wer ein, glaube ich. Aber er geht nicht auf mich. Oh, er ist abgehauen, der Maib. Ist rübergeschwommen. Er möchte nicht mehr. Ja, komm wieder rüber, du Schisser. Ich zerhack dich. Ja, auf dicke Hose machen kannst du, ne? Ich schwimme jetzt hier rüber. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Der ist irgendwie verschwunden. Aber greife ich jetzt den Apato da vorne an. Wir gehen jetzt hier aufs Ganze. Oh, der hat sie. Den greife ich auf jeden Fall an. Schade. Thank you.
Er ist über uns rüber gesprungen. Er hat uns getroffen. Ah, er ist wieder abgehoben. Schade, schade. Oh nein! Jetzt ist er wieder da, der Maib. Das war klar. Dass er dann wieder am Start ist. Wow. So ein Schisser, ne? Wirklich. So ein Schisser. Ich gegen wen anders kämpfe, dann kommt er wieder. Dann haben wir halt keinen fairen Kampf hier. Dann gehe ich. Da habe ich keine Lust zu. Nee, aber ich spiele jetzt auch schon lang genug. Das war ein sehr, sehr cooler Eindruck vom Säbelzahntiger oder vom Smilodon. Hat richtig viel Spaß gemacht. Oh. Hey. Unterbrich mich nicht. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy. Thank you.